Willkommen zurück zu einer weiteren Episode Lovitz Minecraft Journey. Mein Name ist David und das hier sollte Episode 41 sein. Und ja, ich war ein bisschen fleißiger mal wieder in den letzten Tagen. Konnte aber leider noch nicht komplett das schaffen, was ich schaffen wollte. Aber darum werden wir uns dann in Ruhe nächste Episode kümmern, denn heute werden wir erstmal eine Sache machen. Nichts wirklich mit dem Mob-Grinder, sondern wir werden den Kuh-Grinder vorbereiten für 1.3. Und zusätzlich dazu hat sich mein Problem übrigens von alleine gelöst, ohne dass es beabsichtigt war, dass die Mobs hier festhängen. Und zwar fing hier vorne der Bereich an zu brennen, da wo hier das Holz ist, wo ich drauf gucke, da wo der Creeper steht und dahinter. Das hat einen neuen Weg gemacht und seitdem können so viele Mobs kommen, wie sie wollen. Wenn es zu viele sind, springen sie automatisch hier drauf und wenn es nicht mehr zu viele sind, gehen sie selbstständig runter und töten sich selbst. Kann ich mit leben, dürfen sie ruhig weiter so machen. Aber naja, ich will gucken. Hier drunter will ich definitiv ein Licht haben, dass, wenn das aktiv ist, das dann leuchtet und zwar nur dann. Genauso auf der anderen Seite und das System wird super easy. Das werden wir mal nebenbei machen, wenn wir wirklich da vorne an dem Bereich arbeiten. Und ja, eine andere Sache noch. In den nächsten 2 Wochen. Irgendwann werde ich einen Ice Maker bauen. Ich habe in einigen Videos jetzt einige Leute sowas machen sehen. Also so etwas, was einen, sagen wir, 12x12x12 großen Würfel an Eisblöcken erzeugt, automatisch per Buttswitch. Einfach nur, dass man das Eis vorgelagert haben kann. Und da kommen wir auf minimale Probleme. Ich habe schon mal eins übrigens gebaut, ist noch nicht die finale Version, sondern wollte ich nur gucken, ob ich das hinkriege. Zeige ich euch später noch in meiner Testwelt. Und ja, hier vorne ist Eis. Gehen wir mal hin. Ui, ein Ei. Da vorne ist Eisbiom, sprich, wie heißt das Eisbiom noch gleich? Schon wieder vergessen. Tiger, danke Olli. Und ja, ich habe schon mal markiert, wo die besten Punkte wären. Einmal hier, wo der Holzblock ist. Ist Extreme Hills Edge. Da hier ein bisschen was gefroren ist, will ich testen, ob hier vorne auch friert. Ansonsten wird der letzte Punkt Tiger hier sein. Und ja, da hinten ist unser Berg und da sehen wir auch den Enderman-Signalding. Also das ist ein ganz schön weites Stückchen. Und das Wichtige ist, dass es innerhalb von 9 Chunks ist, so zum Spieler. Also 144 Blöcke, damit die Chunks auch aktiv geladen sind und das Eis automatisch hergestellt wird. Aber egal, da gehen wir dann drauf ein, wenn ich das Teil wirklich baue. Ich stelle es euch nachher nur schon mal vor und sag, was ich damit vorhab. Ups, das kann aus. Und oh, ungeplant, wo wir gerade hier sind. Ich habe ein paar Kommentare gekriegt, dass ich doch in der YouTube-Tour die Ruhmeshalle nicht gezeigt habe. Also mache ich das jetzt direkt mal. Für die YouTube-Neulinge dann, hier ist das Dorf, kennt ihr ja. Hier habe ich mittlerweile einen Anleger gebaut und als ich mit der Let's Play angefangen habe, hatten einige Leute sich bei uns im Forum zusammengetan und mir ein Dankeschön-Thread gemacht dafür, dass ich die Let's Play mache. Und jeder, der da Danke geschrieben hat, dem habe ich ein Schild, so verpasst, wie ihr es hier seht, mit Namen. Sieht, so wie ihr es seht. Seht natürlich. Ja, 50 Stück habe ich davon insgesamt gemacht bis jetzt. Also richtig weit rein. Alle haben auch wirklich was. Ich cheat hier nicht. Und ja, mittlerweile müsste ich auch bei 70... insgesamt angekommen sein, die im Forum da Danke gesagt haben. Also beim nächsten 100er Sprung mache ich nochmal 50, sobald ich die Zeit finde. Ja, das ist die Ruhmeshalle. Viel mehr gibt es dazu gar nicht zu sagen. Davon habe ich den Bau nie gezeigt, weil es halt einfach mein privates Dankeschön an diejenigen ist, die sich bei mir bedankt haben. Ein bisschen viele Danksagungen heute, aber egal. Gehen wir erstmal dahin, wo wir heute wirklich arbeiten wollen, bevor es hier zu tiefe Nacht ist. Nacht. Letzter Zeit verschlucke ich immer wieder Buchstaben. Upp, es war zu hoch. Ja, hierzu habe ich mir übrigens auch schon mehr Gedanken gemacht. Ich denke, das wird eventuell vor 1.3 noch fertig werden. Ey, geh von meinem Bett. Geh von meinem Bett runter. Dankeschön. Ja. So, was wir heute aber in der Episode erreichen wollen, ist Folgendes. Und zwar will ich die Kanäle fertig machen und den Lager, in Anführungsstrichen, Raum für die ganzen Kühe.
Sind die eigentlich schon groß, die ich beim letzten Mal gefüttert habe? Ein paar. Jedenfalls stelle ich mir vor, dass die Kühe, die hier unten dann drin immer landen, hier abgeführt werden, hier langkommen und hier in so einen eigenen Weidebereich bekommen, klein. Und dann quasi durch sowas reingedroppt werden, was auch wirklich so ähnlich aussehen soll. Also wie so ein Wasserhahn. Und wenn ich einen Button in der Halle drücke, wird diese ganze Weidefläche geflutet. Alle Kühe fallen durch ein kleines Löchlein rein. Und dann durch Lava, wodurch ihr Fleisch automatisch gebraten ist. Und wenn sie dann gestorben sind, das Fleisch da liegt, wird getimed, ein Wasserkanal aktiviert. Und sobald wir 1.3 haben und Eis, wird das ganze Fleisch bis zur Halle da vorne transportiert. Und das ist einer der weiteren Gründe, warum ich immer 4 Stück hier fest habe an Paare, weil ich habe so viele Fragen gekriegt, warum ich nicht einfach eine Gegend mache mit einem Zaun drumherum und da die ganzen Kühe paare. Dann müsste ich immer manuell hier hinkommen, sie kaputt schlachten und mindestens 2 am Leben lassen. Und das ist mir zu unkomfortabel, dazu bin ich zu faul. Deswegen wird das so erledigt und ja, Schritt Nummer 1 ist, den Anfang hier zu machen und die Materialien herzuholen und den Kram frei zu machen, sprich die Kühe zu schlachten, sobald sie gewachsen sind. Und wenn sie dann erwachsen sind und ich sie geschlachtet habe, bin ich wieder zurück. Okay, so. Ich habe jetzt ein paar Sachen vorbereitet. Auch wenn das jetzt noch ein bisschen viel aussieht, ihr merkt gleich, das ist gar nichts, was ich hier vorbereitet habe. Ich habe nur... ich glaube, hier muss ein Fence-Post hin, ja. Ich habe nur die Weide vorbereitet, das wird die Weide der Kühe. Dieses kleine Stückchen hier hat sogar ein kleines Gefälle drin, aber das hat so einen Hintergrund, seht ihr gleich wieso. Und zwar möchte ich, dass die Kühe hier hingeführt werden. Du gehst mal zu. Da muss ich noch zumachen. Ich weiß, dass diese Fence-Posts in der Regel nicht da sein müssten, aber es muss ja irgendwie das Gefühl von... Na, wieso machst du das jetzt? Ah, scheint trotzdem... Nee, scheint nicht zu gehen. Was ist, wenn ich es hier hinsetze? Alle Punkte hier. Ja, keine Dead Spots mehr. Doch, du bist noch ein Dead Spot. Und du. Jetzt sollten wir alles haben. Gucken wir mal. Ja, funktioniert. Und das Ganze möchte ich pistengesteuert haben. Komm mal her hier. Sprich, hier kommt ein Pisten hin. Jetzt nur die Frage, mache ich das mit Fence-Posts? Ich denke, ich mache das mal mit Fence-Posts, nur um zu gucken, wie es aussieht. Wie komme ich da jetzt am besten dran? Na egal, kümmern wir uns gleich drum. So, und Folgendes soll dann passieren. Ach, da muss ich noch Gras zum Dirt drauf machen, aber das mache ich off-cam. Was passieren soll ist, wenn die Kühe gebrütet sind, hier runterfallen, kommen sie hier diesen Gang entlang. Ich habe hier schon ein bisschen abarbeitet, wie ihr seht. Hier führt das Wasser zusammen, hört hier auf. Hier droppen sie, sollen hier lang geführt werden bis zu dieser Stelle hier. Und da sollen sie dann hochkommen und wie bei so einem Wasserhahn ausgespuckt werden. Das ist das Ziel immerhin. Jetzt gehe ich schlafen und dann fangen wir damit an. Sollte eigentlich nicht so kompliziert werden alles. Aber da ich der Steve Urkel der technischen Probleme bin, sage ich besser noch nichts. Bis es soweit ist. Na, was ist denn das? Ich dachte, es wäre Nacht. Und während ich ein paar Sekunden überbrücken muss, fällt mir gerade ein. Ich habe jetzt nochmal weiter gegoogelt und getestet, was Soundqualität anging. Und ja, dieses irrsinnige laute Rauschen entsteht durch eine zu schlechte Soundkarte, laut meines Wissensstands. Das wurde mir halt jedenfalls überall immer wieder vorgehalten. Dass so Standard-Soundkarten... Ha, perfekt, direkt richtig getroffen. So Standard-Soundkarten meistens das Problem da sind. Vor allen Dingen, da mein Headset ein richtig gutes eigentlich sein sollte. Und wohl auch ist. Wo bin ich denn gerade raus, wenn
das falsch war. Oh. War doch nicht direkt richtig. Schade. Ja, ich werde mal gucken, dass ich dann nächste Woche oder so mir so eine neue, bessere Soundkarte besorge. Die kosten wohl nur so 15, 20 Euro. Selbst wenn sie schon gut sein sollten. Wurde mir da auch garantiert. Also hoffe ich einfach mal, dass das stimmt. Und dann testen wir mal weiter, weil heute bin ich selbst so weit gewesen, dass ich einfach mal die letzte Episode nur den Sound gerendert habe von. Und danach dann, ups, falsches Werkzeug. Danach dann per Audacity oder wie das Programm heißt, mit einem Anti-Rausch-Filter da durchgegangen bin und trotzdem hat es nichts gebracht. War ziemlich frustrierend. Also denke ich, softwaretechnisch bin ich da, wo ich sein sollte. Bloß die Hardware ist momentan das Problem. Aber das ist ja ein Problem, was nur was mit Kaufkraft zu tun hat. Und das sollte ich unter Kontrolle haben. So, machen wir mal hier einen Stack von. Gut. Da höre ich sie wiederum quäken. Drei. Komm hier runter. Machen wir ab hier zwei. Und hier bleibst du erstmal offen. So. Was ist hier los? Du warst der Falsche. Stimmt. So. Alles klar. Du musst aufbleiben. Und du musst richtiger Soundbreak werden. So. Gut. Ja, wie machen wir das am besten? Infinite Pool brauche ich nicht. Wie weit führt denn das überhaupt? Bis hierhin, alles klar, das heißt, wir müssen unseren Weg eins weiter nach hinten versetzen. Hier zu machen. Denn das System, um hier die Kür weiterzukriegen, ist genau das gleiche wie bei den Standard-Mobs. Drei Blöcke hier runter, sind das alles Mustang-Blöcke? Ja, sind es. Kommt der hier, klack, klack, klack. Alles immer schick haben. Gut. Na, Stufe brauche ich. Und ein Schild. Sollte aber für alles genug Materialien dabei haben. Ja, eindeutig. Stöckchen da. Mit 1.3 kann man Schilder übrigens endlich stacken. Endlich, nach all den Jahren. Meine Güte. Wie lange hat das gedauert? Was suche ich denn überhaupt? Das hier. So. Und ja, ich habe eine Frage bekommen, übrigens zu 1.3, da ich meinte, was war denn das noch gleich für eine Frage? Achso, dass Mobs keine Stone Pressure Plates mehr auslösen. Das hatte ich nur zufällig mal in einem anderen Let's Play gehört, ich weiß nicht mal mehr von wem und sonst was, aber ich hatte es mehr als einmal gehört, deswegen ich einfach mal von ausgegangen bin, dass es wahr ist. Und ja, falls irgendjemand da genauere Infos hat, ist er gerne willkommen und kann uns das sagen. Wenn jemand da nähere Infos hat und uns das nicht sagen will, finde ich das gemein. Aber das schaffen wir, finden wir alles heraus. Wir sind hier jetzt auch nur noch, wie lang? Anderthalb Wochen bis 1.3. Und dann geht's endlich los. Perfekt, perfekt. Perfekt. Und jetzt kommt dieses nervige Rumgewurschtel. Ich nehme den erstmal raus. Vielleicht hätte ich mir einen zweiten Eimer mitnehmen sollen. Jetzt kommt nämlich der Mob-Vator. Genauso wie er in der Singleplayer-Let's Play ist, die ich gerade spiele, ich Vogel. Brauch mal kurz Platz hier. Also wie bei der Mob-Trap wollte ich ursprünglich eigentlich sagen, bevor ich verwirrten Blödsinn erzählt habe. Alles klar, das sollte sogar schon fast reichen. Kühe sind anderthalb Blöcke groß, sprich sie werden diesen Block hier berühren mit ihrem Kopf, weswegen wir einfach den hier machen können. Und jetzt hier Wasser hin und jetzt können wir von oben drüber ineinander stacken. Das sollte funktionieren, müsste funktionieren und ich bin mir sicher, dass das funktioniert. Dann haben wir schon den harten Part dieser Episode geschafft. Dann müssen wir noch die Elektronik hierfür machen. Hier haben wir halt nicht viel Platz, aber sollte trotzdem easy peasy werden. Was hatte ich vor? So. Oh, wenn ihr das gerade gesehen habt, diesen durch die Welt guck Glitch, den habe ich in letzter Zeit immer öfter. Keine Ahnung, woran das liegt. Ach, was soll der Geiz?
Wozu habe ich denn Ender Pearls? Wow. Und im Wasser. Wunderbärchen. Jetzt sollte ich auch von oben dran kommen. Gut. Gleich alles geschafft. Dann paaren wir mal ein kleines Küchchen und gucken, ob alles wunderbar funktioniert und die Kuh hier ankommt. Aber dazu sollten wir wohl den Deckel hier drauf setzen. Da hätte eigentlich offen bleiben können. Vielleicht mache ich die Decke auch hier aus Glas und lasse sie sichtbar. Aber das entscheide ich mehr oder weniger spontan. Gut, du kommst mal mit. Einen brauche ich hiervon. Bye bye Küchchen. Dann gucken wir mal, ob es klappt. Dann müsste jetzt gleich nämlich die Kuh hier rauskommen. Und als erstes werde ich sie dann auch direkt hier reinschubsen. In der Zeit kann ich eigentlich mal schnell die beiden Teile ändern. Jetzt vergesse ich das nur wieder. Upp. Eigentlich kann ich auch selbst hier entgegen. Oh, da kommt sie. Geht über die Stufe, wunderbar. Na nun, Kuh. Wo bleibst du? Oh, da sehe ich sie schon blubbern. Wehrt sich gegen die Strömung. Wahrscheinlich, weil sie irgendwo einen anderen Ausweg kennt. Wieso bleibst du stehen? Hängt die Kuh? Kann das sein? Ja, dass das jetzt passieren würde, war mir klar, aber das kann ich fixen. Wenn die Kuh denn mal da Platz machen sollte. Das machen wir mal manuell lieber. Gut, ich skippe eben den Part und gucke, ob die zweite Kuh ankommt. Na. Und hier kommt sie, hat geklappt. Die braucht nur etwas länger, dass sie sich wehren. Ja, perfekt, geh da rein. Hihi, selbst schuld. Selbst schuld, dann können wir direkt mal testen, wie das mit der Wasserströmung aussieht, ob die Kuh es auch schafft, dahin zu kommen, wo sie soll. So sollte sie nirgendwo rauskommen. Yep. Oh, hier haben wir noch. Hier habe ich noch einen Deadspot. Was ist denn. Ach, diese bescheuerten Wasserregeln wieder. Ich vergaß. Ich vergaß. Ja. Aber soweit funktioniert es. Ich bereite das eben vor und dann gucken wir, wie es weitergeht. Okay, ich glaube, jetzt habe ich es. Und zwar ist der Trick, so drei, wie heißt der denn auch gleich, Trapdoors hinzulegen. Und wenn wir gucken, keine Deadspots. Man würde zwar meinen, das hier ist ein Deadspot, aber nur wenn man wirklich so perfekt steht, ohne sich einen Millimeter zu rühren, ist es ein Deadspot. Ich probiere es. Oh, das war nicht geplant. Ah. Ich probiere es nochmal ohne diese beiden äußeren Trapdoors aus. Und der 100 Jahre alte Bug ist wie immer noch im Game. Wieso auch nicht? Wieso sollte Jeb sich mal Mühe geben bei seinen Sachen? Schlingel. Lass das mal. So, gucken wir mal, wie es jetzt aussieht. Okay, sieht so aus, als wären die äußeren beiden gar nicht benötigt. Und nur hier die Trapdoor. Selbst die Trapdoor ist nicht notwendig. Das habe ich nur für mich selbst als visuelle Hilfe genutzt. Ein normaler Block würde hier auch reichen. Ja, keine Deadspots. Alles führt genau in die Richtung. Genau das, was ich wollte. Das heißt, wir haben diesen Part schon komplett. Was ist denn da passiert? Wir haben diesen Part schon komplett. Und müssen uns nur noch um. Da bist du perfekt. Um den Redstone-Part kümmern. Da wir da noch ziemlich an 1.3 gebunden sind. Yep, wunderbar. Raus hier, dass wir die eine Stelle sehen. Und wo war die andere? Okay, in die Richtung. Ups. Ich glaube, ich sollte lieber hier unten drunter gehen. Ah, wo haben wir sie denn? Da ist er. Machen wir hier mal ein bisschen Platz. Und zwar soll der Standardzustand quasi so sein. Ziemlich steil hier drin jetzt. Gut. Ja, so dass halt nichts da ist.
Das Gras wird hier immer erhalten bleiben übrigens. Aus dem einfachen Grund, da das Wasser nicht auf die Fence-Post-Stellen laufen kann und es von da trotzdem spreaden kann. Gut, ja, dann wird da hinten dann dieses Loch sein und wie der Tötungsmechanismus funktionieren wird mit 1.3. Davon machen wir mal einen sehr, sehr, sehr kleinen Mock-up. Wenn wir jetzt vorstellen, das hier ist die Röhre, wo die Kühe dann da vorne hier also reinfallen werden. Sie fallen hier rein, landen und hier wird schon Lava sein, beziehungsweise auf der Höhe wahrscheinlich, von einem Dispenser getriggert, fallen durch, Lava kommt einmal kurz hier hin, Mobs verbrennen und wir alle wissen, wenn Kühe verbrannt sterben, dann kriegst du direkt das gebratene Steak ins Inventar, statt einfach nur das rohe Fleisch. Und dann wird hier unten ein zweiter Dispenser sein, dieser Block quasi, der dann zeitversetzt angeht mit Wasser und halt in die Richtung aber. Und die ganzen Items Richtung Spüle, wollte ich schon sagen, Richtung Halle spült. Und dann stehen wir einfach da und alles ist tutti. Hey, klopf da hinten nicht rum, du Schlingel. Gut, so, ich werde jetzt erstmal das Redstone hier vorbereiten. Das Kabel unterirdisch in die Richtung langlegen. Dass wir erstmal für den Anfang hier oder so den Lever haben, um das betätigen zu können. Und dann testen wir das Ganze mal. Okay, ich wünschte mir, alle Redstone-Lösungen wären so einfach. Funktioniert direkt. War nicht mal schwierig. Das ist alles. Ich nehme an, das muss ich nicht weiter erklären. Aber egal, ich mach's trotzdem kurz. Hier wird der Power-Input sein, der diesem Block Strom verleiht, wodurch die Torch-Outs geht. Und gleichzeitig dieser Redstone-Dot gepowert wird, der dann gleichzeitig die Torch hier ausschaltet, indem er den Block darunter powert. Das war wirklich schon alles. Und oh, ich muss was essen. Ja, gibt's nur noch da dran, einen kleinen Lever da vorne hinzulegen. Obwohl, lass mal hier die Wände sauber machen. Wenigstens bis dahin. Wo hab ich denn da? Smooth down. Und ja, wie hoch kommen wir? Du musst weg. Und oh, das ist noch zu weit vorne. Dann gehen wir mal höher. Und haben wir es da? Ne, da noch nicht. Ah, da. Das war ein bisschen zu knapp wieder bemessen. Verdammt, was ist denn heute mit mir los? Das heißt, du musst da bleiben. Den ganzen Geraden hier hin. Einen höher. Und hier kann der Lever dran. Zur Markierung nehme ich erstmal den hier. Da kommt wieder Dirt rein. Jetzt sollte ich auch noch den Redstone da hinlegen. Und dann machen wir nur noch hier vorne das Teil. Dann zeige ich euch schon diesen Ice Cube Maker. Ein rasendes Tempo lege ich der Yashina vor. Oh. Hallo Kuh. Ich muss noch eins tiefer, verdammt. So. Jetzt aber. Damit ich auch rauskomme, habe ich noch einen Enderpearl aufgehoben. Lever, Lever, Lever. Haben wir einen Lever? Nee. Da die Meme letztens auf Reddit gesehen. Shove stick into stone. Creates infinite power source. Musste ich leicht lachen. Okay, so. Habe ich das komplette Redstone miteinander verbunden? Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich hoffe doch. Yep. Sollte direkt funktionieren. Gucken wir mal. Yep, läuft wunderbar. Hallo Kuh. Da hinten kommt dann das Loch rein. Ist jetzt noch nicht wirklich notwendig, aber es klappt. Das freut mich. Dann gehe ich jetzt schlafen. Wenn wir wieder da sind, räumen wir den Rest da auf. Gut, dann wollen wir uns mal um den Cow Faucet kümmern. Gucken wir mal, wie hoch wir den erstmal machen. Zu hoch sollte er nicht werden. Ups. Und jetzt hier entlang. Und hier werden sie dann rausgeflasht. Sprich, wir können hier so. So.
Immer vergessen, Kühe sind nicht, immer, am besten nicht vergessen, ja, das Richtige. Kühe sind anderthalb Blöcke hoch, deswegen brauchen wir einen zwei hohen Kanal. Ich will dann natürlich auch wieder raus. Ich glaube, wir gehen noch eins weiter rein. Machen dann was Lustiges. So, du kannst... Oh, du solltest eigentlich da bleiben. Du kannst auch weg. Da kommt jetzt ein Schild vor. Und, oh ja, daran hätte ich vorher denken sollen. Das schaffe ich schon. Bin ein großer Junge. Glaube ich jedenfalls. Dahin. Zap, zap. Zap. Und dahin. Und das war's schon. So sollte das Teil funktionieren. Gucken wir mal, wie es aussieht und wo es landen wird. Naja. Das müsste noch weiter rein, damit es wie so ein richtiger Brunnen aussieht. Oh, guck mal, wer gewachsen ist. Herzlichen Glückwunsch zur Volljährigkeit. Dafür darfst du sterben. Gut, ey. Hier hoch. Ich stand im Weg. Mich schon gewundert. Dankeschön, gib das her. Teil dahin. Jetzt gucken wir mal, ob es funktioniert. Und während wir testen, ob es funktioniert, bereite ich schon mal an der anderen Stelle. Ich habe noch Weed im Inventar. Bereite ich an der anderen Stelle schon mal den Drop vor. Eigentlich kann ich das Weed auch hier reinlegen. Hallo Kuh. Sie müsste gleich zufällig einfach hier reingeknallt kommen. Habe ich hier noch... Habe ich hier noch Enderpearls, dass ich nicht immer den blöden Zaun kaputt hauen muss, wenn ich da raus will? Habe ich hier noch Enderpearls, ist die Frage. Jo, habe ich sogar noch. Perfekt. Oh Mann, da ist mir übrigens auch aufgefallen, dass mein Lagerraum bald voll wird, nur durch die ganzen neuen Mob-Items, die ich bekomme. Das heißt, ich muss da irgendwann mal einen Lagerraum adden, aber das mache ich auch off-camera. Kann ja nicht sein, dass ich jede fünfte Folge einen neuen Lagerraum baue. So, jetzt wüsste ich gerne, ob die Kuh hier ist. Ich höre sie auf jeden Fall hier unter mir. So, gucken wir gleich einfach mal, falls sie nicht kommen sollte. Da ist es, perfekt. So, habe ich noch welche hiervon? Ja, aber ich brauche Schilder dafür stattdessen. Denn, wer das noch nicht wusste, okay, an die Stelle, ich mache mir mal nur Markierung. Überall, wo ich einen Block wegschlage, soll ein Schild dran. Denn wer das noch nicht wusste, man kennt ja diesen Trick vielleicht noch, wenn ich hier ein Schild dran gelegt hätte, dass ein Mob früher noch gedacht hätte, dass dieses Schild ein fester Block ist und das ihn ermutigt zum Runterfallen. Das funktioniert immer noch mit Trapdoors, so, dass Mobs dann halt einfach auch in den Abgrund rennen würden. Aber leider brauche ich mehr als einen breiten Platz, also das wäre nicht mal eins breit. Wenn ich hier jetzt die Trapdoor hätte, würden die Mobs da nicht runterpassen und ich will es nicht zu groß machen. Also lassen wir es einfach so und bauen die Schilder. Packen unser Inventar erstmal wieder frei. 3 machen wir. Reicht mein Holz? Ja, reicht tatsächlich. Gut. Ey, kommt her. Seid teuer. Du gehst aus, dass ich da nicht einen Kotzkrampf schlecht hinkriege. Da, sagte ich. Da sagte ich. Ey! Nicht dran werfen, dran hängen. Und da. Und jetzt testen wir einfach mal, ob's. Du nicht. Du nicht. Jetzt testen wir einfach mal, ob es klappt. Und wenn es klappt, ist diese Aufgabe quasi erledigt. Das mit dem Lava-Kram muss halt bis 1.3 warten. So, müsste jetzt eigentlich perfekt da reinfließen. Kämpft. Sie kämpft. Oh, sie steht da vorne drauf. Was ein Schlingel. Was ein Schlingel. Guckt euch das Mistvieh an. Wie löse ich denn das Problem am besten?
Wahrscheinlich, indem ich dich erstmal darunter schubse und das an den Stellen so mache. Oh, dann können sie aber hier festhängen. Ah! Ah! Ich gucke mir das mal eben auf Kamera an und gucke, ob ich dazu eine Lösung finde. Gut, ich habe hier noch ein bisschen übrigens mit dem Aussehen gespielt. Dank Ollis Designvorschlägen sieht es jetzt auch erstmal ein bisschen rundlicher aus. Ist noch ein bisschen sehr massiv, das Teil. Ich versuche es noch irgendwie schmaler zu machen und habe das erstmal hier mit geregelt. Ich könnte das Schild auch da dran machen, ist klar. Also hier, glaube ich jedenfalls. Testen wir es eben. Ah ja, ah, egal. Space kann ruhig sein. Ja, das noch ein bisschen besser. Kuh landet jetzt hier unten. Ich habe wirklich nur die Teile ausgeschnitten. Wollte ich erst nicht. Aber, what the hell. Tut der ganzen Sache jetzt keinen Abbruch. Tut mir leid, kleines Baby, du musst sterben. Indem ich dich mit Erde totschlage. Wie nett war das denn? Denn das soll erstmal zubleiben für heute. Denn ich werde dann von hier aus paaren immer. Sprich, ich werde die 4 Stück hier reinkommen lassen am Anfang immer. Und dann habe ich ja direkt 2 Pärchen, sobald die groß sind, die ich paaren kann. Und dann brüte ich und brüte ich und brüte ich, bis ich da so viel habe wie hinten die Schafe. Quasi. Fangen wir mal mit einem an hier. Und ja. Und irgendwann, wenn ich die Schnauze voll habe, kann ich sie von der Halle aus schlachten. Ohne mir Gedanken darüber zu machen, dass irgendwelche Paare noch übrig bleiben müssen, wie man ja hieran sieht. Und ja, das war's dann quasi. Dann wird dieses Projekt auch fast abgeschlossen sein, sobald 1.3 da ist. Ab da ist es halt nur noch ein Klacks bei 1.3. Ist halt wirklich nur den Wasserkanal und den Redstone bis dahin verlängern. Lasst mich einen Schluck Wasser trinken. Dankeschön. Ja, gut, das war dann erstmal der Abschluss von hier. Das heißt, hey, du warst aber schneller heute. Na egal, darum kümmern wir uns jetzt nicht. Ich gehe jetzt einfach knallhart in die Kreativwelt und darf als erstes mal direkt schlafen. Und ja, aber hier kann ich peaceful anschalten, damit mir keine Mobs in meiner Anlage rumlaufen. Nicht, dass es was ausmachen würde, aber egal. Das würde ich halt in den nächsten 2 Wochen irgendwann gerne bauen. Ist halt aber noch nicht fertig. Ich möchte halt, dass dieses Stückchen Redstone mehr in die Richtung ausgelagert ist. Das gleiche hierfür, für diesen Bereich da. Und gehen wir aber einmal kurz durch, wie das funktioniert. Och, so nicht, in jedem Fall. Fuck. Fuck. Perfekt, dass das Eis gerade geschmolzen ist. Geschmolzen. Zusammengefroren ist. Wie man sieht, das ist der Butt-Switch, dieses Teil da. Wenn das Wasser dahinter gefriert, erkennt ihr das. Dadurch, dass dieser Block hier gepowert ist, der schlägt aus, wodurch dieses Kabel hier Strom an den Repeater weitergeben kann. Der Detorch disabled. Einmal, wodurch halt der Butt-Switch seinen Power verliert. Und über ein Delay das Teil hier antreibt, der dann halt den Block wieder zurückschiebt und den Strom wegnimmt. Und gleichzeitig halt, wenn hier der Strom verloren geht, geht der Kram hier an. Einen Tick später logischerweise. Und das powert dann diesen Repeater, Repeater-Pisten, der da vorne dann das Eis rumpusht. Ich führe es mal vor. Das Ganze geht bis nach hinten, das ist Maximum Länge. Das heißt, wir hätten immer 3 Ghost-Blöcke im Prinzip, die nicht benutzbar sind. Wenn er die Reihe voll hat, kann ich auch mal direkt zeigen, was dann passiert. Noch einer. Oder noch 2. Noch 2. Ich hoffe, das kann man durch das Eis gut genug erkennen. Zap, konnte man erkennen. Und zwar ist das hier auch ein Butt-Switch. Wie wir sehen können, ist der Block hier gepowert durch das Redstone da drauf. Und wenn dann hier das Eis ankommt, erkennt der Piston das, also wenn es hier unten ankommt, erkennt der Piston das, drückt den Sand hoch, der dann gepowert ist von dem Dust, wodurch dieser Repeater die Torch disabled und gleichzeitig das Signal hier rüber transferiert wird, einfach an den Pistons entlang. Haben wir schon mal den nächsten Schritt wieder. Und jetzt kommt der letzte Schritt, der ein bisschen fancier aussieht, weil ich halt den Bereich nicht abdecken durfte.
Das hier ist der letzte Butt-Switch. Hier sieht man wieder, wo er gepowert ist. Sobald die Reihe hier oben ankommt, schlägt er hier aus, wodurch diese Torch enabled wird und gleichzeitig der Repeater disabled wird, der übrigens alle Reihen hier powert, wie wir sehen können. So funktioniert die Verkabelung davon. Diese Torch-Reihe powert die beiden Pistons, diese Torch-Reihe powert die beiden Pistons und das Kabel hier drunter und das Kabel powert die unterste Reihe Pistons. Und dann wird die ganze Wand einmal vorgepusht. Können wir einmal demonstrieren. Und ich höre draußen laute Kinder. Ich bin bald in dem Alter, in dem ich sie anschreien darf, dass sie leise sein sollen. Darauf freue ich mich schon. So, aufpassen. So sieht das dann aus. Es geht über die gesamte Fläche, wie hier unten die Half-Slabs liegen. Und ja, das Hauptproblem, was ich hierbei habe, ich zeige es euch nochmal grob. Falls irgendwer mehr Ahnung hat, wie ich die Butt-Switches gescheit hier rüberlegen kann, weil er was Besseres kennt. Ich habe hier noch nicht wirklich nach irgendwas gesucht. Ich habe nur das, wie gesagt, bei Doc M gesehen und gedacht, stimmt, du brauchst ja Eis vor 1.3, damit es mit 1.3 hast und nicht danach. Deswegen ich quasi seine Ideen nachmache, aber mit meinem eigenen Prinzip. Und wobei, was ich mir gedacht habe, ist, dass ich das versuche irgendwie hier mit so einem Rahmen abzugrenzen, dass man den ganzen Redstone-Kram nicht sieht. Und ja, das halt einfach wie so eine Lagerhalle wirken zu lassen an der Stelle, die ich vorhin von euch gezeigt habe. Ich checke jetzt die Videozeit und wenn noch genügend Zeit ist, machen wir noch irgendeine Kleinigkeit in meiner Hauptwelt, also in der TakeTVLP-Map. Und wenn nicht, komme ich nochmal in der Map trotzdem wieder, um mich zu verabschieden. Und perfekt zum Sonnenuntergang. Ja, wir sind schon bei 37 Minuten beinahe. Deswegen sind wir heute wirklich durch. Ich habe den ganzen Kram hier ziemlich ausführlich gezeigt. Und oh, hier ist allgemein noch ein bisschen Terraforming notwendig, aber das ist ja auch egal. Das werde ich bestimmt noch in naher Zukunft durch einen normalen Block austauschen. Und ja, Olli hat gerade auch halt gefragt. Ich nehme an, dass so eine Frage bestimmt auch kommt. Kann man das hier nicht noch größer machen? Das könnt ihr im Prinzip so groß machen, wie ihr wollt, oder ihr könnt auch Wasser komplett horizontal in diese Richtung abfließen lassen, statt es diagonal zu machen, wie ich. Bloß müsst ihr immer bedenken, dass Wasser nur 8 Blöcke weit fließt und danach beim 8. Block ein Drop kommen muss, wenn ihr nicht mit neuen Wasserressourcen arbeiten wollt. Und jetzt, wo das Ganze hier vorbei ist, bedanke ich mich fürs Zuschauen. Das war mal wieder eine ziemlich fuselige Laberfolge. Warten wir jetzt schon ein paar Tage nicht mehr. Beim nächsten Mal, denke ich, werde ich gucken, dass ich am Grinder was erweitere, denn Olli hat mich da auf eine sehr gute Idee gebracht, auf die ich einfach nicht selbst gekommen bin. Ich dachte schon, du kommst diesmal nicht. So langsam habe ich mich nämlich an dich gewöhnt. Dann sag den Leuten noch gute Nacht und bye bye. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bye bye.